Freunde, ihr esst alle mit Sicherheit gerne Döner. Ist auch kein Wunder, ist das aller beliebste Fastfood bei uns in Deutschland. Ich war aber jetzt am Freitag auf einen Geburtstag mit meinen Jungs und wir haben so ein bisschen herumexperimentiert, sodass wir unseren eigenen russischen Döner entworfen haben. Und wir fanden alle, das hat viel besser geschmeckt als der Döner beim Laden um die Ecke. Und deswegen habe ich mich entschieden, dieses Rezept hier für euch auf YouTube zu bringen. An Zutaten habe ich hier erstmal Schaschlik, der ist noch voller Party am Freitag, hat jetzt also fast 3 Tage mariniert. Ich bin gespannt, wie intensiv der jetzt schmeckt. Wer noch kein gutes Schaschlik-Rezept hat, kann hier oben rechts mal klicken, da kann ich euch mit meinem inspirieren. Dann natürlich Kräuter für sowas Frisches im Gericht, Butter zum Verfeinern und Brot, in dem wir alles einwickeln werden. Was Kräftiges und was Saures darf auch nicht fehlen, deshalb habe ich hier Zwiebeln und frische Zitronen, genauso wie Essig und Salz. Das rundet das Ganze nochmal schön ab, also mega geil wird's und auch gar nicht mal so schwer, wie ihr in den Zutaten schon sehen könnt. Wir fangen an hier mit den Kräutern. Ich schneide die groben Stiele hier weg, die brauchen wir nicht. Freunde, und ich habe mir in Österreich was Schönes geholt, und zwar ein sogenanntes Wiegemesser. Das ist perfekt, um Kräuter und anderes Gemüse einfach nur sehr klein zu machen. Das probiere ich jetzt natürlich direkt aus. Ihr seht, durch diese wippenartige Bewegung geht das alles wirklich sehr leicht und auch sehr fein. Genau sowas hat mir gefehlt. Ein Link dazu gibt es natürlich in der Videobeschreibung, genauso wie zu allen meinen anderen Grillprodukten. Ich habe jetzt knapp 1 Minute gehackt und ihr seht, es ist wirklich sehr fein und es ist viel angenehmer, als mit dem großen normalen Messer darüber zu hacken. Zu unseren Kräutern müssen jetzt noch Zwiebelhalbringe. Die schneide ich mit dem Messer, was mir ebenfalls ans Herz gewachsen ist. Das ist so ein usbekisches Tschak. Der Griff ist aus Rehhorn und die Klinge aus geschmiedetem Edelstahl. Das fühlt sich richtig an wie ein Männerwerkzeug und ich liebe es echt extrem. Jetzt müssen wir noch alles kombinieren, Freunde. Also Petersilie, Zwiebel, Essig und Salz. Seid schlauer als ich und nehmt euch eine passende Schale, wo auch alles reinpasst. Essig drüber. Und 1 Löffelchen Salz. Achtung, es ist kleiner als 1 Teelöffel. Deswegen nicht übersalzen bei euch zu Hause. Wie gesagt, der Schaschlik ist 3 Tage mariniert. Ich bin echt gespannt. Ja, die Technik kennt ihr eigentlich schon, die regelmäßig zusehen. Nicht wie einen nassen Sack aufhängen, sondern schön durch. Das ganze Fleisch mitnehmen. So wird es auch, ja, bleibt am Spieß und wird von allen Seiten gleichmäßig gut gebraten. Circa so sollte das aussehen. Ich mache es nicht so breit. Unser Mangal ist relativ schmal. Aber ihr seht, alles schön fest, nichts wackelt und alles ist ja gleich dick sogar fast. So dass alles gleichmäßig durch wird, ne? Unser Schaschlik sieht bis jetzt so aus, die meisten werden es kennen und nichts Besonderes, aber wartet ab, das Endergebnis wird grandios, Freunde, grandios, sage ich. Leute, ich bin hier schön am Schaschlik schwenken und dabei wollte ich euch natürlich einige Weisheiten mitgeben. Erstens, egal was passiert, wirklich egal was passiert, immer mit Schlappen kochen, vorzugsweise Adiletten oder Birkenstock. Und die zweite Sache ist, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt und Interesse an so einem Mangal habt, einem Tandoorofen, einem afghanischen Kasan, den schönen Messern, den schönen Tellern und so weiter, dann checkt www.tandoorofen.com ab. Ich gebe euch natürlich 10% Rabatt mit meinem Code. So hat jeder was davon und wenn euch da irgendwas fehlt, gibt es darunter noch einen Amazon-Link. Das ist mein eigener Amazon-Shop, da findet ihr noch viel mehr Sachen wie andere Messer, gute Pfannen, eine Tagine, Grillkohle und wirklich alles, was euch zum Grillen und Kochen draußen nur fehlen könnte. Danke, Freunde, jetzt geht's weiter. Ihr seht, die Spieße fangen an gut zu werden. Das heißt, wir machen schon mal die Brote fertig. Dafür habe ich mir einfach eine ganz normale Pfanne von Ikea hier draufgestellt. Das Ganze ist hier auch aus Gusseisen und ich brate ein bisschen Butter darin an. So, schön hart.
Ihr seht, die fängt ja auch schon sofort an zu schmelzen. Genau so muss das sein, genau so. Ich habe hier so ein arabisches Brot, das gibt es bei jedem Südländer eures Vertrauens, sage ich mal. Wenn nicht, dann geht ihr einfach zur Rewe und holt euch Tortilla-Brot. Das gebe ich in die Pfanne, vorsichtig, und mache es von jeder Seite circa 1 bis 1,5 Minuten schön warm. Die Butter gibt natürlich nochmal Geschmack durch das Fett, ihr wisst Bescheid. Und dann können wir gleich unseren Dürüm schon fertigstellen. Was auch noch wichtig zu sagen ist, durch die Butter wird das Ganze so ein bisschen feucht, aber nicht zu feucht. Und da kann man es viel besser rollen, weil dieses arabische Brot ist so ein bisschen hart, aber schmeckt mir am besten halt, deswegen nehme ich das. Das Tortilla-Brot, was man so beim Supermarkt holt, ist viel weicher. So, wir schneiden jetzt einmal hier das Fleisch an, um zu testen, ob es fertig ist. Das sieht aber gut aus. Innen ist es schön zart und außen auch schon richtig schön kross und knusprig. Genau so muss gutes Fleisch sein. Hm. Brutal. Schaut euch das Brot an, Freunde. Schaut euch das Fleisch an. Beides mega, mega lecker. Durch die Butter vor allem das Brot. Riecht gut, das Fleisch sowieso. Und ich würde sagen, wir fangen an zu belegen. Jetzt kommt der spannende Teil. Und zwar legen wir als erstes hier schön Fleisch in die Mitte. Das Ganze muss so mittig wie möglich. Und hier unten muss ein kleines Stückchen frei bleiben, damit wir das gleich schließen können, damit das ganze Fleisch unten rauskommt. Dann gebe ich einen Spritzer frische Zitrone rüber. Mhm. Und natürlich unsere Zwiebeln mit den Kräutern. Aufpassen, ich schließe das hier unten und roll das einfach so, ich drehe es mal zu euch, einfach so rüber, zack. Ja, Freunde, und so sieht das Ganze aus. Geschmack ist einfach unglaublich, ich muss direkt mal reinbeißen. Freunde, glaubt mir, macht das einfach nach, es ist unglaublich lecker. Perfekt dafür, wenn man nach einer Party Schaschlik noch über hat. Übrigens, der Schaschlik nach 3 Tagen ist immer besser geworden. Das ist wie bei gutem Wein, der reift eben. Hier empfehle ich euch nochmal ein Video von Prof über Feuer im Kasan. Sehr, sehr lecker. Und hier nochmal mein Rezept für Schaschlik. Ist auf jeden Fall ein Hit auf jeder Party und hat noch niemand enttäuscht. Das war's. Danke. Gebt gerne einen Daumen hoch.